willkommen. Wir sind Dr. Block 42 und Anki the Monkey und wir machen heute ein Blind Let's Play. Wir wissen nicht, was wir spielen. Das ist der magische Laptop. Und das ist? Was ist das? Mumbi. Nuni. Muni. Nuni. Runenschrift. Ihr könnt es vielleicht entziffern. So. Es gibt einen Rahmen. Ein Rahmen. Und ein neues Spiel gibt. Ja. Ja, wir schreiben. Löschen wir einfach mal alles, was genau, schon da wer auch immer vorher gespielt hat. Es sieht schon mal cool aus. Also die Optik gefällt mir schon mal sehr gut. Bla, mit, das ist irgendwas Midgar, so, diese Zeus und sowas. Götterformten, bla, ich kann es nicht lesen. Du kannst es nicht lesen? Gut. Götterformten Erd aus Ymris Fleisch und seine Knochen wurden Berge, der Himmel des Frostriesenschädel und sein kaltes Blut füllte die Meere. Burs Söhne erhoben flaches Land, sie erschufen Midgard. Mächtig und schön, Mundilferi gebar die Sonne, die so golden schien auf grünes Land, grünes Gras. So. Okay. Trag mal, jetzt ist. Dann fangen wir an. Okay, mein Spiel. Okay, da sind wir. R. Okay. Okay. Man kann das drehen. Geil. Also wir können scheinbar die Mitte. Ah nee, du kannst alles drehen. Muss man denn klicken? Kann springen? Ja, man kann springen. Okay, man kann also Teile des Levels kann jetzt man bin ich drehen. Weggeflogen, okay. Man ist eine gruselige Rabenfrau. Space. Oh. Findest du die gruselig? Die sieht doch cool aus. Ja, das kann ich drehen. Wie zur Hölle? Nee, drück mal R. Hast du R gedrückt? Ich drück R. Okay. Ah. Ah, jetzt. Achso, okay. Du standst im Bild, deswegen hat das nicht... So, und jetzt muss ich da noch irgendwie hochkommen. Okay, ja, du musst die Federn einsammeln. Aber jetzt ist die Frage, bestimmt kann ich mich... Nicht, kann mich nicht... Kann ich das hier drehen? Guck mal, mit der Maus kannst du immer... Okay, das bringt mir jetzt weniger viel. Geh mal mit der Maus darüber. Jetzt stehst du wieder drin. Okay, so. So, sehr und gut. Und jetzt ist das hier keine Leiter. Da kannst du leider nicht durchgehen. Und da kann ich nicht... Oh, was passiert mit... Hm. Oh. Das war doch klar, ich dachte, oder? Der Rabe kommt. Hätte richtig klappen können. Ich bin zu... Oh. Müssen wir mal gucken. Ah, nee. Kannst du das ganz links aufdrehen, oder... Vielleicht kann ich ja drehen und mich... Ja, klar. Das war gar nicht mal so schwer. Das war sehr schlau. Okay, erstes Rätsel gelöst. Oh. Es werden ja immer mehr Federn. Weißt du, das wäre nicht sehr... Der arme Rabe. Oh, wir haben... Yeah, wir vier müssen... Level. Achievement. 50 von 99. 900. Was, 900? Keine Ahnung. Okay, hier sind... Warte, ich kann wieder irgendwas drehen. Ja, du musst mit der Maus... Ich kann das auch so... Ich kann einfach raufklicken. Okay. Das macht es irgendwie einfacher. Kann ich die einsammeln? Ja. Mach einfach, ich brauche gar nichts zu sagen. Ja, kannst ja. So. Genau, so wollte ich das. Ich bin echt ein Pro. Du bist echt ein Naturtalent. Ja. Ach, come on. Ja, Entschuldigung. Du hättest es doch einfach so lassen können. Nein, muss ich dich aber drehen. Komm schon. Du machst es viel zu kompliziert. Entschuldigung, ich bin halt festgewöhnt. Fest macht auch mehr da Spaß. Ist schon wieder was freigeschaltet. Schon wieder ein Achievement. Also mit Achievement bomben die einen zu, aber es erhöht nicht den Spaßfaktor. Ja, vieles Mal. Danke. Du bist gerade gestorben. Nein, ich bin nicht gestorben, es war Absicht. Also es ist halt so ein bisschen monoton bisher. Naja, wir müssen halt die Federn einsammeln. Ja, okay. Aber erklärt warum wird auch nicht. Nee, das wird nicht erklärt. Aber wir haben ja hier das weiße Auge der Zukunft. Uns die, weiß auch in der Zukunft. Ist uns die Story verreicht. Kannst du bist schon wieder in die gleichen Spitzen reingelaufen. Das waren andere Spitzen, das hat ja neu gestartet. Ach so. Das weiße Auge der Zukunft. Das weiße Auge der Zukunft sagt, dass das kleine Mädchen eine Rabenbotin ist, die von Odin geschickt wurde. Entschuldigung, Laptop. Und also wir sind eigentlich ein Rabe, aber wurden in einen Menschen verwandelt. Ja. Und müssen jetzt die Federn einsammeln. Damit wir uns wieder zurückverwandeln können. Das heißt, wir müssen extrem viele Federn sammeln. Weil wie viele Federn hat so ein Rabe? Was meinst du? Vier Federn, ja, das kommt hin. Haben wir ja schon fast gewonnen. Ja, haben wir eigentlich schon eingesammelt, ne? Kann ich die einfach... Können wir eigentlich... Bin ich einfach zu doof oder warum komme ich da nicht dran? Was willst du denn machen? Ich will da ran. Oder da. Geh doch erstmal. Oh, da. Das kann ich drehen. Du kannst alles drehen. Sag mir das auch einer. Du kannst alles drehen übrigens. So, und jetzt kann das ich sieht doch schon mal besser aus. Kannst du? Ja, hier, das sieht doch gut aus. Okay, wenn man es einmal geschafft hat, macht es doch wieder mehr Spaß. Also eigentlich, ich mag ja so Rätselspiele immer total. Oh.
Boah. Also mit der Maus musst du das halt, du musst mit der Maus immer das Kästchen aussuchen, was du jetzt drehst. Ja. Langsam komme ich in die Steuerung rein. Es ist. Aber im Grunde brauchst du ja nur zwei Tasten, oder? Also drehen WASD. WASD. Ja, gut. Und dann kann man R drücken, was irgendwie sehr unintuitiv ist. Oder man klickt auf die Felder, was erst ein bisschen komisch ist, aber irgendwann kommt man drauf. Aber macht mir jetzt ehrlich gesagt mehr Spaß, weil ich verstanden habe, was ich tun muss. Ja, braucht man wahrscheinlich erstmal so eine Zeit, bis man drin ist. Aber also ich finde es vom Design her halt ziemlich cool und auch eine super Idee. Ich meine, wir beide kennen Fez, da kann man auch Fez. Fez. Da kann man auch die Welt manipulieren. Oder kennt man auch aus anderen Spielen, Toad zum Beispiel, das Neueste. Da kann man ja auch die Welt dann sich bewegen lassen. Und hier finde ich es halt ganz cool, weil du hast nur einen Screen, weißt genau, wo du irgendwie... Okay, jetzt ein neues Rätselelement. Ah, okay, jetzt drehst du immer zwei Sachen auf einmal. Ah, und deswegen kann ich das ja auch nicht drehen, weil ich gerade da drin stehe. Ah, okay. Also es wird. Dann musst du wahrscheinlich erstmal die Leiter hoch, würde ich sagen. Ja, also das einzige Problem, was ich habe, ist die Steuerung, die ist so lahm. Zu lahm? Ja, es kann auch sein, dass ich einfach. Ja, ich habe jetzt gerade Super Meat Boy durchgespielt. Und das ist vielleicht ein schlechter Einstieg, um in so einen Puzzle Jump in uns zu gehen. Oh, das ist kann ich auch wieder zurückdrehen? Jetzt geh doch einfach die Leiter hoch, Mann. Ja, Entschuldigung. Ja, das ist noch ein Problem. Man kann nicht wieder zurückdrehen, man kann nur in eine Richtung drehen. Ah, okay. Ja, wenn man sich einmal verdreht hat. Oh, die Skull, die muss ich haben. Nein! Sorry. Mal gucken, wenn wir das Rätsel jetzt haben. Ich finde, das reicht schon. Man hat gesehen, worum es geht. Das reicht? Ja gut, du bist jetzt dreimal gestorben, indem du in die Spitzen reingeflogen bist. Ich bin nicht gestorben, ich habe ihr Leben kurzzeitig beendet. Sehr gut. Ich habe vielleicht verstanden, worum es geht. Ein kurzes Fazit vielleicht von dir. Du hast es ja gezockt. Also Steuerung ein bisschen lahm, meinst du? Steuerung ist so semi-gut und... Aber ich finde es also vom Design her erstmal schön. Ich hoffe nur, es kommen mehr Rätselelemente. Wie viele Level es sind. Ja. Wie schnell man da irgendwie noch ein Achievement kriegt, von wegen, dass man sich irgendwie teilweise die Achievements haben wir jetzt recht schnell bekommen. So. Können wir kurz in die Achievements gucken und dann aufhören? Alles klar, wir gucken kurz in die Achievements. Das müssen wir jetzt mal kurz machen. Solange, ja. Wenn die Rätsel weiterhin so schnell voranschreiten, gerne. Wenn das dann irgendwann aufhört, immer mehr dazu zu kommen, dann nicht. Aber ich werde es, also ich glaube, ich werde es auch zu Hause da mal ausprobieren, weil ich fand es jetzt ziemlich cool, muss ich sagen. Also wir haben jetzt in den ersten paar Leveln... Munin heißt es. Genau, 11% bekommen. 11%, ja. Dann, ja. Also, ich hoffe, es geht noch ein bisschen weiter. Vielleicht hat es euch auch gefallen von der Grafik. Ihr könnt es ja selber mal anzocken. Einfach bei Steam wieder suchen. Munin heißt das Spiel. Ja, red mal. Ja, einfach mal alles umdrehen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut. Ciao.